So, jetzt sind fast alle wieder auf der Bühne hier drüben. Ein paar Nachzügler haben wir noch drüben im Diskussionsbereich. Wir haben jetzt ein paar Minuten auch verloren. Das ist sicherlich auch der Technik geschuldet. Ich bin mir auch sicher, dass wir jetzt mit dem Rüdiger Lenz noch intensivst weiter diskutieren möchte nach seinem tollen Vortrag. Aber da gibt es ja dann im Nachgang in den entsprechenden Diskussionsräumen später eben auch nochmal Gelegenheit. Ich sehe, er ist auch wieder hier bei uns mit. Und es kommt jetzt eben am Bereich, ja, Thema Geld. Lieber Ludwig, ich grüße dich sehr, sehr herzlich, Ludwig Garz. Du bist der Autor, also unter anderem, du bist ja in vielen Disziplinen unterwegs, wenn man auf deiner Webseite sich auch ein bisschen umschaut, deine Arbeit verfolgt, auch Videos, die du entsprechend auf YouTube und dergleichen ja veröffentlicht hast, die man dort finden kann. Ich selber komme ja auch aus der Finanzindustrie ursprünglich. Ich habe, oh Gott, Asche auf mein Haupt, ich habe Finanzberater ausgebildet, wie Verkaufen geht im Bereich Kommunikation. Musste feststellen, dass viele Produkte der Finanzindustrie eben nicht dem Wohle der Kunden dienen, vielleicht sogar die meisten. Und eben auch Stichwort Zinssystem. Ich glaube, da haben wir vielleicht sogar einen ganz bewussten fatalen Konstruktionsfehler im Finanzsystem, mit dem du dich ja auch deutlich auseinandergesetzt hast. Also schön, dass du heute hier bei uns bist. Ich möchte die Zeit gar nicht überstrapazieren, sondern möchte dir hiermit das Wort übergeben. Wir sind alle sehr gespannt auf deine Ausführungen. Ja, wir sehen uns dann nachher auch gleich wieder. Aber jetzt erstmal Bühne frei für Ludwig Garz. Herzlich willkommen. Bitteschön. Vielen Dank für die Moderation. Ja, vielen Dank. Aber ich bin kein Finanzexperte, ne? Ich habe mich mit dem Thema nur beschäftigt, weil mich der Zusammenhang zwischen Geld und Bewusstsein interessiert hat. Und halte heute einen Vortrag über die Geschichte der Souveränität auf der Grundlage der Entwicklung des Geldsystems. Also, grüß Gott, liebe Zuschauer des Souveränitätskongresses. Der Titel dieses Vortrags lautet Verlust und Wiedergewinnung von Souveränität in unserer Geschichte. Dabei bezieht sich die Wiedergewinnung auf die Jetztzeit und die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Souveränität ist mehr als staatliche Unabhängigkeit. Ich meine auch mehr das, was der Rüdiger Lenz gerade dargestellt hat. Also vor allem ein Bewusstseinszustand. Und dabei gibt es verschiedene Ebenen der Souveränität, die wir sukzessive verlieren und in umgekehrter Reihenfolge auch wiedergewinnen können. In diesem Vortrag über das Thema Souveränität schauen wir uns nun die Geschichte unseres Souveränitätsverlustes in den etwa letzten 700 Jahren an. Also wir arbeiten die Hauptstationen heraus, an denen wir unsere Souveränität als Völker und auch als individuelle Menschen, also in der Gemeinschaft, wieder ein Stück mehr verloren haben im Laufe der Geschichte. Im Anschluss daran zeichnen wir diese Hauptereignisse mit der Symbolik in den Werken J.R.R. Tolkiens nach, den hoffentlich viele von euch kennen werden, da genau diese Entwicklung unseres Verlustes an Souveränität gerade in den Vorgeschichten hin zum Herrn der Ringe und auch noch im Herrn der Ringe selbst symbolisch dargestellt ist. Tolkien zeigt in seinen Werken symbolisch auf, welche geistige Abwärtsentwicklung wir durchgemacht haben und unter welchen großen Mühen und Gefahren wir uns aktuell, also in unserer Zeit jetzt, wieder befreien. Durch die Symbolik können wir das äußere und innere Geschehen miteinander verbinden und so leichter sehen, worauf es für die Wiedergewinnung unserer Souveränität ankommt. Es ist diese Abwärtsentwicklung, die unsere Welt in den furchtbaren Zustand gebracht hat, in dem sie sich heute befindet. Auch die von Tolkien symbolisch dargestellte Lösung, wie wir als Menschheit wieder aus diesem selbstgeschaffenen Schlamassel herauskommen, schauen wir uns also noch an im Laufe des Vortrags.
Also, wir fangen an mit dem Mittelalter. Bernard Lyetaa, der als Zentralbankier, Währungsspekulant, Berater multinationaler Konzerne, Regierungsberater und Universitätsprofessor für Finanzwesen gearbeitet hat, schreibt in seinem Buch Mysterium Geld unter anderem über die Systeme zinsfrei fließenden Geldes im Mittelalter. Das ist dieses Buch. Die mittelalterlichen Systeme haben den erarbeiteten Wohlstand leistungsgerecht und neutral auf die arbeitenden Menschen verteilt. Zinsfrei fließen bedeutet dabei, dass das Horten von Geld mit Kosten bestraft wird, sodass es sowohl zinsfrei verliehen wird als auch sehr schnell zirkuliert. Die Zinsfreiheit bewirkt, dass die Vermögenden kein Geld damit verdienen können, ihr Vermögen zu verleihen. Es gibt also keine Zinsen. Also Lyetaa beschreibt dann auch, wie das Leben im Mittelalter aussah. Es war nicht perfekt, aber es gibt Berichte, die zeigen, dass es sehr viel näher an diesem Bewusstsein auch von Souveränität dran war, das Rüdiger Lenz eben beschrieben hat. Also es war recht freiheitlich, auch für die Frauen und weit wohlhabender insgesamt für die breite Masse sogar als heute. Die Zinsfreiheit und die schnelle Zirkulation des Geldes bewirken, dass alle arbeitenden Schichten vermögend sind und keine großen sozialen Unterschiede entstehen können. Es kann mit einem solchen Geld keine Arm-Reich-Spaltung geben, und wenn ein solches Geld auf breiter Basis eingeführt wird, dann verschwindet eine vorhandene Arm-Reich-Spaltung auch allmählich wieder. Das ist die Macht eines zinsfrei fließenden Geldes. Also Bernard Lyetaa zitiert Quellen, die berichten, dass die einfachen Menschen sich in dieser Zeit den gleichen Lebensstandard leisten konnten wie die Adligen und Könige und reichlich Geld für Gemeinschaftsprojekte übrig hatten, wie zum Beispiel den Bau der gotischen Kathedralen, die genau in dieser sehr fruchtbaren und im Prinzip geheimnisvollen Zeit des Hochmittelalters entstanden sind, weil da in unseren Geschichtsbüchern nichts drüber steht, warum das so war. Das wichtigste zinsfrei fließende System des Mittelalters waren die Brakteaten. Das waren billige Münzen, die in Abständen von 2 bis 3 Jahren besteuert wurden, indem man zum Beispiel für 10 alte Münzen 9 neue bekam. Die eine Münze war die an den Landesfürsten zu zahlende Geldsteuer. Dieses und die anderen zinsfreien Systeme des Mittelalters kollabierten, als die Landesfürsten zu gierig wurden und die Steuer in immer kürzeren Abständen erhoben. Die zu hohen Steuern machten dieses Geld schließlich uninteressant. Durch diesen Kollaps traten Geldverleiher auf den Plan, die Geld wieder wie in der Antike gegen Zinsen verliehen. Das war im 14. und der Kollaps war dann endgültig im 15. Jahrhundert. Sobald Geld gegen Zinsen verliehen wird, setzt eine automatische Vermögensumverteilung in Gang, die kein natürliches Ende kennt, bis die Arbeitenden komplett verarmt sind und sich alles Vermögen bei sehr wenigen Menschen angesammelt hat. Diesen Zustand haben wir heute global nach den etwa 600 bis 700 Jahren kollektiven Wirtschaftens mit Zinsgeld fast erreicht. Der globalen Hochfinanz, also den wenigen Familien an der Spitze dieses Umverteilungssystems, fehlen heute nur noch ein paar wenige Maßnahmen, wie zum Beispiel die Bargeldabschaffung, die Abschaffung des restlichen Privatvermögens, um jene globale kommunistische Diktatur zu errichten, die den Planeten komplett unter ihre Kontrolle bringen soll. Sobald Landesfürsten zinspflichtige Kredite aufnahmen, wir reden jetzt also wieder vom Spätmittelalter,
Um zum Beispiel Kriege zu finanzieren, setzte eine Staatsverschuldung ein, die das Vermögen der Völker allmählich in die Hände der Geldverleiher umverteilte. Die Landesfürsten waren zur Zahlung ihrer Schuldzinsen zunehmend gezwungen, die Steuern zu erhöhen, um an genug Geld zu kommen. Die zunehmende Staatsverschuldung, die damit verbundenen steigenden Schuldzinslasten der Landesfürsten, bewirkten, dass sie in finanzielle Nöte gerieten, die dazu führten, dass sie auch den Klerus und auch die Adeligen besteuerten. Die Landesfürsten mussten ihre Macht behaupten, um diese Besteuerung von Klerus und Adligen durchzusetzen. So entstand der Absolutismus. Das heißt, dass nach dem Kollaps der zinsfrei fließenden Geldsysteme des Mittelalters sich verbreitende Zinsgeld war die direkte Ursache der zunehmenden Verschuldung der Monarchen und die zinsbedingt wachsende Verschuldung war die Ursache des dadurch entstehenden Absolutismus. In besonderem Maße gingen die Spanier und Portugiesen und nicht viel später die Franzosen, Holländer und Engländer in diese Zinsfalle. Die Fürsten und Herren aller dieser Länder suchten einen Ausweg aus ihren zinsbedingten finanziellen Nöten, indem sie anfingen, die ganze Welt zu kolonisieren und ihre Kolonien auszubeuten. Durch diese Kolonialisierung wurde das Zinsgeld globalisiert. Ich denke, man kann davon ausgehen, dass es die Einflüsterungen der Geldverleiher im Hintergrund waren, die die westeuropäischen Herrscher auf die Idee brachten, ihre finanziellen Probleme durch die Ausbeutung der übrigen Welt zu lösen. Durch die Umverteilung wanderte das Vermögen der Menschheit auf diese Weise zunächst von den Kolonien zu den Kaufleuten und Herrschern in Europa und von diesen weiter zu den Geldverleihern. Die Kolonialisierung war also in gewissem Sinne ein Trick der Geldverleiher, das Vermögen der ganzen Menschheit über die Jahrhunderte hinweg bis heute in ihre eigenen Taschen umzuverteilen und die Schuld für die Kolonialisierung den weißen Völkern in die Schuhe zu schieben. So können sie uns heute mit der Kolonialschuld der Weißen und unserem angeblichen Rassismus hirnwaschen und sind selbst fein raus. Obwohl von Anfang an die Geldverleiher die Hauptnutznießer und am Ende die einzigen Nutznießer dieser Entwicklung waren, luden natürlich die westeuropäischen Staaten in der Zeit der Kolonialisierung trotzdem Karma auf sich, das heute in Form der Massenzuwanderung auf uns zurückkommt. Das heißt, es war das Verleihen von Geld gegen Zinsen, das diese ganze Karma-Kette bis heute in Gang gesetzt hat. Dadurch, dass, wenn man das bildhaft formuliert, dadurch, dass den Einflüsterungen des Teufels hier in Form der Geldverleiher nachgegeben wird, bekommen sozusagen die Diener des Teufels alle Macht und jene, die den Einflüsterungen erliegen, bekommen die Schuld für ihr Tun. Wir können nicht den Einflüsterungen des Teufels Folge leisten und dann sagen, es sei die Schuld des Teufels. Wer auf den Teufel hört, trägt selbst die Folgen. Jedenfalls wurden die damals mit dem Zinsgeld verbundenen Probleme ebenfalls ziemlich rasch globalisiert. Die Ausbeutung anderer löst nicht die vom Zinsgeld selbst erzeugten grundlegenden Probleme. Vielmehr verschlimmern sich die Probleme im Laufe der Zeit immer mehr. Wirtschaftswachstum und Exportüberschüsse sind keine Lösung der vom Zinsgeld erzeugten Probleme, sondern weiten sie nur immer weiter aus, weil die Arbeitenden am Ende durch die weiterlaufende Umverteilung trotzdem verarmen und das Wirtschaftswachstum und die Exportüberschüsse immer weiter und weiter gehen müssen. Diese laufende globalisierte Umverteilung hin zu den Geldverleihern bewirkte, dass sich bereits Ende des 17. Jahrhunderts durch die Gründung der Bank of England, das war eine private Zentralbank, eine globale Hochfinanz herausbildete, die bis heute die treibende und lenkende Kraft hinter den politischen und geschichtlichen Entwicklungen in unserer Welt war und ist, und auch zum Beispiel hinter dem Ukraine-Krieg.
An dieser Stelle machen wir einen kleinen Einschub zum Thema Geschichtsfälschung. Wie wir später im Vortrag noch sehen werden, betrifft das Thema Souveränität drei verschiedene Ebenen unseres Bewusstseins. Um uns unsere Souveränität final wegzunehmen, braucht es auch eine Kappung von unseren geistigen Wurzeln, die von unseren Vorfahren kommen. Die Geschichte zu fälschen und ihr eine viel negativere Färbung zu geben, als der Wahrheit entspräche, ist ein wirkungsvoller Krieg gegen die geistige Souveränität der Völker, deren Geschichte man entsprechend fälscht. Wir sind hier in der Darstellung der Geschichte des kollektiven Verlusts unserer Souveränität an den Punkt gekommen, jene Gruppe zu sehen, die ein Motiv hatte, uns unsere auch geistige Souveränität wegzunehmen, um uns zu versklaven, nämlich die sich im 17. Jahrhundert neu formierende globale Hochfinanz. Im Mittelalter gab es zwei größere Gruppen und eine kleinere Gruppe, die lesen und schreiben konnten. Die beiden größeren Gruppen waren zum einen die Kleriker, also Priester, Mönche und Nonnen, die zum Studium der Bibel lesen und schreiben können mussten. Bei der anderen größeren Gruppe handelte es sich um das Judentum, das traditionell viel Wert auf Bildung legte. Die übrige, kleinere Gruppe bestand aus den wenigen Akademikern jener Zeit, also zum Beispiel aus Ärzten und Architekten. Ich denke, um eine Geschichtsfälschung zum Mainstream-Glauben zu machen, brauchte es damals eine Verschwörung von Klerus und Judentum. Anders würde ich das kaum für möglich halten. Die Geldverleiher, aus denen die Hochfinanz unserer Zeit hervorging, waren Juden aus den bekannten Gründen, dass sie damals diese Handwerksberufe etc. nicht ausüben durften. Wenn man dann auch weiß, dass die katholische Kirche vor knapp 200 Jahren unter die Kontrolle der Hochfinanz gefallen ist, bleibt im Wesentlichen nur ein Kandidat als Verursacher unserer Geschichtsfälschung übrig, auch wenn ein guter Teil dieser Fälschung von der katholischen Kirche vorgenommen wurde, nämlich im Hintergrund die globale Hochfinanz, die auch die Kirchen kontrollieren. Eine Verschwörung von Judentum und katholischer Kirche meint natürlich nur die obersten Kreise. Die einzigen Katholiken, die unsere wahre Geschichte kennen, dürften im Vatikan sitzen. Die einzigen Juden, die unsere wahre Geschichten kennen, dürfte die Hochfinanz sein. Wenn zu viele Menschen die geschichtliche Wahrheit kennen würden, wäre die Gefahr zu groß, dass sie an die Öffentlichkeit kommt. Die Masse der Katholiken und die Masse der Juden weiß also nichts von alledem und sind genauso Opfer dieser Fälschung wie alle anderen auch. Machen wir weiter mit unserer chronologischen geschichtlichen Betrachtung. Als das Steueraufkommen der Landesfürsten trotz all ihrer absolutistischen Macht und trotz der ganzen globalen Ausbeutung nicht mehr groß genug war, gingen die Landesfürsten, das war dann vor allem im Laufe des 18. Jahrhunderts, auch hin und verkauften den Geldverleihern ihre eigenen Rechte als Souverän und die Rechte der Völker, denen sie vorstanden. Keine 100 Jahre nach dem Entstehen einer neuen Hochfinanz gab es durch diesen Verrat der Landesfürsten an ihren Völkern schon im 18. Jahrhundert auf dieser Erde nur noch einen effektiven Souverän, nämlich diese aus den Geldverleihen hervorgegangene globale Hochfinanz. Und das bedeutet, dass seit der Französischen Revolution die Monarchien, Oligarchien, Demokratien, Republiken und Diktaturen dieser Erde unter der Kontrolle der globalen Hochfinanz standen und stehen. Ausgenommen davon war nach meinem Wissensstand zunächst nur Russland, das erst im Ersten Weltkrieg unter ihre Kontrolle kam. Das globale Netzwerk aus Geheimgesellschaften, Geheimdiensten und kriminellen Organisationen, das die Hochfinanz im Laufe des 18. Jahrhunderts bildete, um die Regierung dieser Erde nach ihrem Belieben zu formieren, zu stürzen, zu steuern, Kriege zu verwickeln und in jedem Fall immer weiter zu verschulden, bildete einen Tiefenstaat, der seither global alle Befreiungsbemühungen zur Rückgewinnung unserer staatlichen Souveränität oder unserer Selbstbestimmung unterdrückt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Es gab dann später in der Geschichte noch einen weiteren Schritt des Verlusts unserer Souveränität, als nämlich im Laufe des Ersten Weltkriegs der Propagandaapparat der Hochfinanz feststellte, dass er die öffentliche Meinung wie ein Produkt beliebig lenken
und somit das Denken der Menschen selbst so kontrollieren kann, dass sie sich für frei halten, während sie alle Ebenen der Souveränität verloren haben, sogar die Kontrolle über die Bildung ihrer eigenen Meinung. Ja, also diesen Zustand, in dem wir da gekommen sind, den hat Rüdiger Lenz eben sehr gut beschrieben. Das ist dieses Abgeraspelte, das ist etwa seit dem Ersten Weltkrieg ist es so. Wir haben als Menschheit, grob formuliert, also einen Zustand relativen Friedens und relativer Zufriedenheit verlassen, den wir im Hochmittelalter noch hatten. Es war nicht perfekt, aber es war sehr viel näher am gefühlten Selbst, als wir das heute haben. Wir haben dadurch angefangen, Zufriedenheit und Fülle in der Außenwelt zu suchen. Dadurch haben wir unser eigenes Selbst verlassen und sukzessive durch illusionäre Werte in der Außenwelt eingetauscht. Durch diesen Verlust unserer Beziehung zu unserem wahren Selbst in der Verlagerung unserer Aufmerksamkeit auf die Außenwelt haben wir in der Folge als Volk und als menschliche Gemeinschaft in drei Schritten auch einen Verlust unserer Souveränität in der Welt erlebt. Zunächst den Verlust über die Kontrolle unserer Währung, die zunehmend in die Hände der Geldverleiher überging. Das war ja vorher nicht so. Dann den Verlust der staatlichen Souveränität, die in die Hände des Tiefenstaats der Hochfinanz überging. Und zuletzt den Verlust der Fähigkeit, unser Denken selbst zu steuern und in den Dienst eines souveränen Handels als fühlender Mensch zu stellen. Eigentlich spiegelt die gesamte geschichtliche Entwicklung der letzten 700 Jahre also nur wieder, dass wir kollektiv als Gemeinschaft und als Menschheit unsere Souveränität als Mensch verlassen und durch illusionäre Konzepte von Fülle, von Macht und Mitsprache und von Bildung eingetauscht haben, durch die wir dann schrittweise in die Fremdbestimmung gelenkt wurden. Seit dem Ersten Weltkrieg leiden wir also global unter einem dreifachen Verlust unserer Souveränität. Genau dies hat dazu geführt, dass seit Beginn des 20. Jahrhunderts kein wirklicher technischer Fortschritt mehr stattfand. Mit wirklichem Fortschritt meine ich einen Fortschritt, der uns wirtschaftlich unabhängig machte, sodass die zinsbedingte Umverteilung abgebremst würde oder sogar beendet werden könnte. Stattdessen wurde aller Fortschritt, der uns von den fossilen und atomaren Energien zum Beispiel unabhängig gemacht hätte, unterdrückt. Patente wurden aufgekauft und Wissenschaftler und Forscher in vielen Fällen auch umgebracht, um ihre Erfindungen verschwinden zu lassen. Da wir uns seit dem Ersten Weltkrieg kollektiv in einer Art Trance befinden, haben die bloßen Behauptungen unserer Massenmedien, es gäbe solche Technologien und Erfindungen, die uns unabhängig machen, gar nicht. Solche Behauptungen haben genügt, dass die Masse der Menschen diese gewaltige Unterdrückung von Kreativität und Souveränität gar nicht in ihr Bewusstsein ließ. Jetzt kommen wir zu Tolkien. J.R.R. Tolkien hat diese Abwärtsentwicklung, die wir kollektiv vom 14. bis zum beginnenden 20. Jahrhunderts durchlaufen haben, in seinen Werken symbolisch nachgezeichnet. Diese Symbolik schauen wir uns jetzt unter dem Aspekt des Verlusts unserer Souveränität an. In dem Moment, in dem der eine Ring wieder auftauchte, stand bereits fest, dass Sauron wieder erstehen und Mittelerde eine zweite Dunkelheit drohen würde. Das heißt, in dem Moment, in dem durch unser kollektives Verlangen nach Vermögen und Sicherheiten im Außen das Zinsgeld wieder die Regelung unserer Wirtschaft übernahm, stand bereits fest, dass sich über die zinsbedingten Umverteilungsströme, die sich über die Kolonialisierung so rasch globalisiert haben, eine neue globale Hochfinanz herausbilden und die Menschheit an den Rand jener Selbstvernichtung kommen würde, an dem wir heute stehen. Das heißt, durch die in das Zinsgeld hineinprogrammierten Automatismen und die Zeit, die die im Zinsgeld enthaltenen Automatismen brauchen, um sich in der Welt zu entfalten, stand bereits vor 600 Jahren fest, dass wir heute an den Rand unserer Selbstzerstörung kommen würden. Der eine Ring symbolisiert unsere Neigung zur Schuldprojektion. Ja, das ist das, was Rüdiger auch sehr nachvollziehbar dargestellt hat, immer die andere zu bekämpfen und die Schuld in anderen zu sehen. Wenn diese Neigung kollektiv stark ist, führt sie zu Ausbeutungsstrukturen, bei denen Menschen Schulden aufgebürdet werden, die sie über lange Zeit und manchmal ein Leben lang abzahlen müssen.
Das aus dieser Geisteshaltung entstehende Zinsgeldsystem, wie die Schuldprojektion selbst, wird von einem Ring symbolisiert. Die Abwesenheit des einen Ringes in der Zeit davor symbolisiert die Phase des zinsfrei fließenden Geldes im Hochmittelalter. Der Ringfund durch den Hobbit Deagol symbolisiert, dass ein forschender Geist herausfand, wie er durch das Verleihen von Geld gegen Zinsen immer reicher werden kann. Der Mord Smeagols an Deagol symbolisiert, dass das Verlangen nach Geld übernahm, als diese Möglichkeit erkannt wurde, und dass das Verlangen, die Urteilskraft, die von Deagol symbolisiert wurde, ausschaltete. Das ist der Mord. Also das Verlangen ist stärker als der gesunde Menschenverstand geworden. Die Ringübernahme durch Smeagol symbolisiert also den Ausgangspunkt einer unaufhaltsamen Umverteilung, die vom 14. Jahrhundert bis heute fast das ganze Menschheitsvermögen in die Hände der Familien der Geldverleiher jener Anfangsjahrhunderte umverteilt hat. Das Entstehen des Absolutismus und die gleichzeitig damit einhergehende Kolonisierung unseres Planeten wird durch die Eroberung des Zwergenreiches am Erebor durch den Drachen Smaug symbolisiert. Das Zwergenreich symbolisiert den Bereich der Versorgung. Also Zwerge sind die energetische Ebene und Erebor ist unsere Versorgung. Ein Drache symbolisiert Angst und Schrecken und Smaug im Speziellen symbolisiert die Angst, die die Landesfürsten in Europa ihren Völkern machten, um genug Steuern eintreiben zu können, also den Absolutismus. Durch die höheren Steuern wurde die gute Versorgung und der Wohlstand zerstört, die die europäischen Völker in der Zeit der zinsfrei fließenden Geldsysteme des Mittelalters genossen haben. Das ist die Verwüstung Erebors durch Smaug. Wenn man die Symbolik versteht, dann weiß man, dass das Wiederauftauchen des einen Ringes die direkte Ursache war, dafür, dass der Drache Smaug das Zwergenreich Erebor eroberte und verwüstete. Also nochmal zur Erinnerung, das Zinsgeld, also der eine Ring, war die direkte Ursache des daraufhin entstehenden Absolutismus. Der Drache Smaug, obwohl das von Tolkien nicht miteinander in Verbindung gebracht wird, ist von der Symbolik her klar, wenn man sie versteht, dass das ursächlich verbunden ist. Durch die Zinskredite in der Zeit des Absolutismus und der Ausbeutung der Kolonien wurde in ziemlich raschem Tempo ein so großes Vermögen zu den Geldverleihen umverteilt, dass sich bereits 1694 in Form der Bank of England eine globale Hochfinanz formierte, die seither und bis heute durch die zinsbedingte Umverteilung immer noch reicher und noch mächtiger wurde. Bei Tolkien kommt es eine gewisse Zeit dann nach dem Ringfund, also zum Wiederauftreten Saurons, der von da an rasch wächst und wieder alles Böse um sich sammelt. Das heißt, durch das Wiederauftreten des Zinsgeldes hat sich eine Hochfinanz gebildet, die seither, also seit 1694 in gewissem Sinne alles Böse und Niedrige auf diesem Planeten um sich schart und für ihre Zwecke benutzt. Für die Bildung des tiefen Staats, der in Diensten der Hochfinanz steht, hat Tolkien eine eigene Symbolik. Es ist die Symbolik des Hexenkönigs von Angmar, der einen Krieg gegen Arnor führt, bis Arnor untergegangen ist. Nach dem Untergang Arnors tritt der Hexenkönig von Angmar als König der Ringgeister in den Dienst Saurons. Arnor symbolisiert Macht und Souveränität, also das Thema dieses Kongresses. Der Krieg des Hexenkönigs gegen Arnor symbolisiert die Tätigkeit der Geheimgesellschaften, der Geldverleiherfamilien, die europäischen Staaten durch Verschuldung, Intrigen, Erpressungen, politische Morde und Verschwörungen unter ihre Kontrolle zu bringen. Die Umwandlung des Hexenkönigs in den König der Ringgeister nach der Zerstörung Arnors symbolisiert den Zeitpunkt, als die europäischen Nationen ihre Souveränität an die Hochfinanz verloren hatten und die Regierungen dieser Erde seither vom globalen Tiefenstaat gesteuert werden. Dieser Zeitpunkt trat in den 1780er Jahren ein, als die Hochfinanz die Kontrolle über das Freimaurertum übernahm. Der kollektive Verlust unserer Fähigkeit, selbstständig durch den Gebrauch unseres gesunden Menschenverstands eine begründete eigene Meinung zu bilden,
wird von Frodos Blick in den Spiegel Galadriel symbolisiert. Also Frodo steht für den Verstand. Frodo sieht, dass das Auge Saurons nach ihm sucht und ihn zu beherrschen versucht. Sie symbolisiert das Streben der Hochfinanz, unser Denken komplett zu versklaven, sodass wir wirkliche Freiheit und Souveränität nicht einmal mehr denken können. Dass Frodo nie in die Fänge Saurons gerät, symbolisiert, dass dieses Streben nach totaler Kontrolle über das Denken aller Menschen nie ganz erfolgreich war. Obwohl der größte Teil der Menschen seit dem Ersten Weltkrieg die Darstellung der Massenmedien als Realität angenommen hat, gab es jedoch immer eine ausreichend kleine Minderheit, die sich die Fähigkeit bewahrte, selbst zu denken und den Mainstream-Narrativen keinen Glauben zu schenken. So viel also zur symbolischen Darstellung der Abwärtsentwicklung unseres kollektiven Bewusstseins in der Zeit vom späten Hochmittelalter bis zum Ersten Weltkrieg. Seither haben wir über 100 Jahre verbracht, in denen wir weder eine finanzielle noch eine politische Souveränität hatten und sogar kollektiv nicht mehr in der Lage waren, unsere Meinungsbildung selbst zu steuern. Zeichnen wir kurz nach, wie das Zinsgeld uns immer tiefer in die geistige, spirituelle Dunkelheit und bis an den Punkt gesteuert hat, in dem wir uns heute befinden. Also es ist wichtig, diesen Zusammenhang zwischen Geld und Bewusstsein zu verstehen. Die Menschheit ist seit 600 bis 700 Jahren durch einen Dämon besetzt, der die Gestalt unseres Geldsystems angenommen hat. Dem Wiederauftauchen des Zinsgeldes und der zinsbedingten Umverteilung entspricht ein Übermaß an Unzufriedenheit im kollektiven Bewusstsein. Durch Unzufriedenheit wird unser Verlangen und unsere Anspruchshaltung gesteigert, was das Zinsgeld in Gang hält. Und durch das Zinsgeld entstand vom späten Mittelalter bis heute eine immer größer und größer werdende Arm-Reich-Spaltung. Durch die Unzufriedenheit und Umverteilung verdichtete sich die nächste Ebene der Verdunklung, nämlich die kollektive Missgunst. Dem Entstehen der Hochfinanz im Außen entspricht ein Bewusstsein kollektiver Missgunst. Durch die Missgunst konnte die Hochfinanz Menschen und Völker gegeneinander ausspielen. An diesem Punkt setzte das Teilen und Herrschen ein. Durch den neu entstehenden Superreichtum auf der einen Seite und die Missgunst der Völker auf der anderen Seite entstand die Möglichkeit, Kriege zu initiieren, bei denen man beide Seiten finanziert. Seit Ende des 17. Jahrhunderts wurde dies zum üblichen Hintergrund der danach folgenden Kriege, unter denen die globale Hochfinanz als am Ende einziger Profiteur all dieser Kriege steckte. Durch das Entstehen des Tiefenstaats in den 1780er Jahren wurde der politische Wille der Völker ausgeschaltet. Dadurch wurde es für die Hochfinanz möglich, Demokratien einzuführen, die sich leichter steuern ließen als Monarchien, weil die Völker in der Illusion ihrer Freiheit lebten. Dass die Politik nicht macht, was der Wähler will, ist nicht erst heute so, es ist seit den 1780er Jahren so. Dem Entstehen des Tiefenstaats entspricht also ein kollektives Bewusstsein der Machtlosigkeit und des Zwanges. Wir leben seither kollektiv in dem Bewusstsein, dass wir keinerlei Möglichkeit haben, die Welt, in der wir leben, so zu gestalten, wie wir sie gerne gestalten würden und sie in eine Richtung zu lenken, in die wir sie gerne lenken würden. Dadurch sind wir in der Illusion gefangen, wir könnten oder müssten uns zusammentun, um Lösungen zu erzwingen. Solange zum Beispiel in der aktuellen Situation Menschen glauben, wir müssten Putin eine Lösung des Krieges aufzwingen oder solange andererseits viele andere glauben, Putin kämpfe für uns gegen die NWO und müsste mit seiner Armee sogar bis Deutschland kommen und unsere Politbande in Berlin verjagen, solange sind wir durch jenes Zwangsdenken gespalten, das den Tiefenstaat in Gang hält. Sowohl das Anti-Putin als auch das Pro-Putin dient nur dem Tiefenstaat. Einher mit der resignierten Hoffnung auf einen gerechten Herrscher, der uns befreit, ist unser Schöpferbewusstsein, unser Leben als souveräne Kinder unseres Schöpfers und im Einklang mit den Gesetzen des Schöpfers gestalten zu können, seit den 1780er Jahren kollektiv wie tot. Durch das Entstehen der Meinungssteuerung durch die Massenmedien im Ersten Weltkrieg wurden wir kollektiv in eine Art Trance versetzt, die es der Hochfinanz ermöglicht, über eine simulierte Meinungsvielfalt die gesellschaftlichen und internationalen Angelegenheiten so zu steuern, wie sie es gerne hätte, ohne dass wir merken, dass wir eine Meinung vertreten, die nicht unsere ist, die vor allem nicht in unserem eigenen wahren Interesse ist.
Diese Trance ist durch ein Maß an Angst im kollektiven Bewusstsein entstanden, dass wir isoliert, ausgegrenzt und angegriffen werden, wenn wir anders denken als die Menschen um uns herum. Die Trance bewirkt dabei, dass wir zur Vermeidung der von unserer Angst suggerierten Gefahr den von den Massenmedien vorgegebenen Meinungsmöglichkeiten folgen und dabei denken, wir hätten eine freie und reflektierte Meinung und eine freie Wahl getroffen. Unser kollektiver Zustand war vom Ersten Weltkrieg bis heute tatsächlich ähnlich dem Zustand eines von einer Schlange hypnotisierten Kaninchens. Wie kommen wir aus diesem bis tief in unseren Geist hineingehenden Verlust unserer Souveränität nun also wieder heraus? Die Antwort ist in der umgekehrten Reihenfolge, in der wir unsere Souveränität verloren haben. Wenn wir nicht erkennen, dass wir eine Meinung vertreten, die nur im Interesse der Menschen ist, die unsere Massenmedien kontrollieren, gibt es nicht einmal ein Bewusstsein dafür, dass wir alle Ebenen der Souveränität verloren haben. Der erste Schritt ist also die Befreiung unseres Denkens. Da die Massenmedien unser Denken und unsere Meinung mit Hilfe von Angstmache steuern, besteht der erste Schritt zur Rückgewinnung unserer Souveränität, also in der Fähigkeit, den Mut aufzubringen, unseren eigenen gesunden Menschenverstand zu gebrauchen und an dem festzuhalten, was wir als richtig erkannt haben, auch wenn wir mit den Ergebnissen unseres Denkens alleine dastehen oder die Ergebnisse unseres Denkens uns Angst machen. Ich denke, dass die Teilnehmer an diesem Kongress diese Ebene der Befreiung für sich erreicht haben, sonst wärt ihr nicht hier. Wobei ich auch denke, dass eine ausreichende Meinungssteuerung aktuell noch an dem Faden hängt, dass viele der Menschen, die sich von unseren Massenmedien befreit haben, noch der Hypnose in den alternativen Medien folgen. Trump oder Putin würde für uns einen Kampf gegen die NWO führen. Wenn genug Menschen auch aus dieser Hypnose erwachen, sind wir, das ist mein Gefühl, dann sind wir wirklich durch und haben unser eigenes ständiges Denken in einer kritischen Masse zurück. Und da stehen wir unmittelbar davor. Die Befreiung unseres Denkens hat Tolkien durch das Entkommen Frodos aus Minas Morgul symbolisiert. Frodo ist unser Verstand und Minas Morgul ist die Angststeuerung unseres Denkens durch die Massenmedien. Also, wie gerade gesagt, ist für mich besonders Interessante am Zeitpunkt jetzt dieses Kongresses besteht darin, dass wir meiner Wahrnehmung nach mit dem Ukraine-Krieg den kritischen Punkt der Befreiung unseres Denkens von der Angststeuerung durch die Massenmedien erreicht haben. Wenn diese Befreiung gelingt, wird dies die weiteren Entwicklungen beschleunigen. Also ich plane nächste Woche noch ein Video speziell dazu zu veröffentlichen. Daher jetzt nicht mehr dazu, dass wir uns jetzt an diesem Punkt befinden, an dem Frodo und Sam am Tor von Minas Morgul stehen, um Minas Morgul zu verlassen und sich danach die Ereignisse überschlagen. Schaut euch mein kommendes Video an. Wenn wir diesen Schritt geschafft haben, geht es um die Wiedergewinnung unserer Souveränität auf der Selbstbestimmungsebene, indem wir uns die Kontrolle dann auch über unsere Regierung vom Tiefenstaat zurückholen, also durch das Ende und den Kollaps des Tiefenstaats. Tiefenstaat wird vom König der Ringgeister symbolisiert und sein Ende durch den Sieg Eowyns über den König der Ringgeister. Eowyn symbolisiert selbstlose Bemühungen für eine bessere Welt und für den Aufbau gerechter Systeme und Strukturen. Die gesamte Symbolik im Herrn der Ringe bezieht sich auf Bewusstseinsprozesse. Die einzige Ausnahme, die sich explizit auf unsere Außenwelt bezieht, besteht im Tod des Königs der Ringgeister. Dieser kann nur von einer Frau besiegt werden und das heißt, dass der globale Tiefenstaat in unserer Außenwelt auch enden muss. Also das Weibliche symbolisiert die äußere Schöpfung. Das ist der Grund, warum ich denke, dass die heftigen von vielen prophezeiten Endzeitszenarien vermutlich rasch auf uns zukommen dürften. So plane ich noch einen eigenen Vortrag und gehe jetzt nicht näher darauf ein. Es ist also unser kollektiver Einsatz für gerechte Systeme und inspirierende Projekte, das in uns wieder erwachende Bewusstsein, dass wir die Fähigkeit und Möglichkeit haben, die Welt zu erschaffen, die uns inspiriert und begeistert und unsere Übernahme von Verantwortung für die Welt, die wir sehen wollen, die dem Tiefenstaat schließlich den Garaus machen werden. Jedoch auch wenn wir die staatliche Souveränität zurückgewonnen haben und Regierungen wählen können, die sich tatsächlich bemühen, im Interesse ihrer Völker zu handeln,
sind wir als menschliche Gemeinschaft noch nicht ganz souverän. Es fehlt dann immer noch eine Ebene. Solange es über unser Zinsgeldsystem, also über Zinsen, Mieten, Renditen, Pachten etc. Ausbeutungs- und Umverteilungsströme gibt, solange können Menschen, andere Menschen durch Ausbeutung immer noch ihre Möglichkeiten im Leben rauben und damit ihre Souveränität. Solange wir nur einem rechtschaffenen Mitglied einer Gemeinschaft seine Souveränität nehmen, solange kann die Gemeinschaft als Ganzes nicht souverän sein. Ein Geldsystem mit automatischen Umverteilungsströmen spaltet die Gesellschaft in unten und oben, in Verlierer und Gewinner, in Ausgebeutete und Ausbeuter. Wenn die Gewinner ihr Geld dafür ausgeben, diese Spaltung zu bewahren und sogar zu vertiefen, indem sie noch mehr Vermögen anhäufen, also wenn es wie gehabt weiterginge, auch nach dem Ende des tiefen Staats, erhalten sie sich ihren Reichtum und ihre Macht auf Kosten anderer, sodass keine Souveränität der Gemeinschaft möglich ist. Wir brauchen also ein Geldsystem, bei dem alle, die mit dem Geld wirtschaften, ein automatisches Interesse daran haben, dass es allen an der Wirtschaft Beteiligten gut geht. Solange unsere Wirtschaft mit Zinsgeld geregelt wird, können die Mitglieder der globalen Hochfinanz auch nach dem Ende des tiefen Staats noch sehr viel Macht ausüben, indem sie ihre gigantischen Zinseinnahmen weiter für ihre Ziele einsetzen, die Helfer ihrer Ausbeutung mitverdienen zu lassen, um Spaltung zu bewirken, uns gegeneinander auszuspielen und uns unsere Souveränität wieder zu rauben. Das ist mit Tolkiens Aussage gemeint, dass Mittelerde erst sicher ist, wenn der eine Ring vernichtet ist. Solange der Ring existiert, hat Sauron immer noch die Möglichkeit, erneut alle Macht an sich zu reißen und Mittelerde zu unterwerfen. Erst wenn der eine Ring vernichtet ist, verschwindet auch Sauron und wir sind frei. Und das bezieht sich dann auch auf unser Bewusstsein. Erst wenn dieses projizierende Bewusstsein gegen andere zu kämpfen endet, erst dann werden wir wirklich frei sein. Solange es verzinstes Geld, verzinstes Land, verzinste Immobilien oder verzinste Naturressourcen gibt, die automatische Umverteilungsströme generieren, können wir als menschliche Gemeinschaft nicht souverän sein und sind immer noch in Gefahr, von der verborgenen Hochfinanz erneut in die Richtung unserer Versklavung bewegt zu werden. Wir werden als Gesellschaft also erst wirklich souverän sein, wenn niemand mehr die Macht oder Mittel hat, seinen Mitmenschen ihre Möglichkeiten im Leben und damit ihre Souveränität wegzunehmen. Und erst mit dem Ende der Ausbeutung werden wir auf allen Ebenen souverän sein. Das bezieht sich jetzt alles auf die kollektive Ebene. Und die kollektive Ebene, also das kollektive Bewusstsein, bringt dabei nur die Mehrheit individueller Bewusstseinszustände zum Ausdruck. Das heißt, wir können die Welt nur positiv verändern, indem wir uns selbst entsprechend verändern. Wir können die geschichtliche Entwicklung der letzten 700 Jahre nur zurück in die Souveränität führen, indem wir unseren eigenen Geist heilen. Der Kontrolle unseres Denkens seit dem Ersten Weltkrieg entspricht ein Zustand der Angsthypnose, in dem wir über 100 Jahre lang kollektiv festgesteckt haben, uns jetzt daraus befreien. Ein Erwachen des Mutes, diese Hypnose zu verlassen, ist die Voraussetzung für unsere geistige Souveränität, selbst zu denken, uns auch unseren technischen Fortschritt nicht mehr wegnehmen zu lassen. Der Gründung des Tiefenstaats im 18. Jahrhundert entspricht eine Wahrnehmung uns von uns selbst als eine Wahrnehmung von uns selbst, uns als machtlose Wesen, die nichts am schrecklichen Geschehen in der Welt verändern können. Also ein Erwachen des Bewusstseins von Möglichkeit einher mit einem Verzicht auf die Versuchung, Macht und Einfluss über andere ausüben zu wollen oder Lösungen zu erzwingen, ist die Voraussetzung für die Möglichkeit unserer politischen Souveränität. Der Gründung der Hochfinanz im 17. Jahrhundert entspricht ein kollektives Festhängen in Missgunst. Missgunst zerstört die Brüderlichkeit und die Bereitschaft, unsere Ressourcen brüderlich mit der Gemeinschaft zu teilen, in der wir leben. Das Erwachen eines Geistes brüderlichen Teilens und Gönnens ist die Voraussetzung für den Verzicht auf leistungslose Einnahmen auf Kosten anderer, die Voraussetzung für die erneute erfolgreiche Zirkulation zinsfrei fließenden Geldes. Während wir den ersten dieser drei Schritte gerade kollektiv gehen, steht uns der zweite dieser Schritte in der nächsten Zeit bevor. Der dritte und letzte dieser Schritte, also das Wiedergewinnen einer brüderlichen Gemeinschaft, stellt auch das höchste spirituelle Bewusstsein dar und dürfte kollektiv noch eine Reihe von Jahren in der Zukunft liegen.
Je weiter wir bei diesen drei Schritten in unserem individuellen Bewusstsein kommen, desto größer ist unser Beitrag, dass auch die Gemeinschaft, in der wir leben, zu einer souveränen Gemeinschaft wird. Da ist es für unser Volk und für die ganze Menschheit von größter Wichtigkeit, dass wir als individueller Mensch, soweit wir dies vermögen, unsere Souveränität leben, möglichst also auf allen drei Ebenen. Wir tun dies, indem wir frei von Angst denken, indem wir in dem Bewusstsein der Möglichkeit leben, die Dinge erreichen zu können, die uns inspirieren, und indem wir auch in dem Bewusstsein der Brüderlichkeit leben, dass wir uns für uns selbst nur nehmen, was wir für unser Leben brauchen, und unsere Überschüsse in den Dienst an der Allgemeinheit stellen. Das ist der Zustand maximaler Souveränität und maximalen Beitrags zur Souveränität der Gemeinschaft. Erst mit dieser Haltung sind wir auf allen Ebenen souverän. In einem solchen Geist sind wir dann eine Verkörperung göttlicher Liebe, die in sich selbst souverän und unangreifbar ist. Und diese Souveränität zu erreichen, ist das Ziel des menschlichen Lebens. Wenn genug Menschen diese Souveränität erreichen, werden wir schließlich auch als ganze Menschheit souverän sein und wie eine einzige große Menschheitsfamilie zusammenleben. Und damit bin ich am Ende des Vortrags. Ja, da war wirklich eine Menge drin. Mir hat es insbesondere deshalb gut gefallen, weil ich bekenne mich als Cineast und großer Tolkien-Fan. Ach so. Habe auch die Bücher gelesen. Ja. Und so spannend das alles ist, von der Story her, aber es ist wirklich einiges drin. Und ich finde es schön, dass du das Thema, was ja doch ein bisschen trocken ist für viele, nämlich Geld und Finanzen, an diesem roten Faden aufgehängt hast. Also vielleicht hast auch du jetzt hier noch so einen letzten Schlussworte für die Zuschauer, bevor wir in den Diskussionsraum auch wieder gehen für eine Viertelstunde. Aber mir persönlich hat die Analogie eben sehr gut gefallen. Ja, danke. Wir sind mit dem Erwachen unseres Bewusstseins und dem Erwachen auch des fühlenden Bewusstseins, wie Rüdiger das dargestellt hat, sehr auf dem Weg, uns zu befreien. Und ich bin da in der Richtung guten Mutes, dass das positiv weitergeht. Obwohl ich auch denke, es wird ziemlich rappeln insgesamt, aber das wird, also ich sehe uns als die Menschheitsfamilie, die wie eine Familie zusammenlebt. Ja. Diese Vision habe ich schon im Herz, dass das kommt. Du hast es ja auch mit dem Mittelalter ein bisschen verknüpft, das ganze Thema, und mir fällt jetzt zum Ende deiner Worte eben auch noch ein, das gibt auf den Philippinen oder in Thailand, da bin ich mir nicht sicher, aber es gibt einen alternativen Nobelpreisträger, den Nicanor Perlas, der das eben vor einigen Jahren so schön beschrieben hat mit dem Imagozellenprozess der Menschheit. Denn auch. Ja, das ist die Raupe zum Schmetterling. Zum Schmetterling, genau. Und erst gibt's da eine Zelle, die nennt sich eben Imagozelle, und da, ja. Und die kennen sich untereinander noch gar nicht, während die Raupe sich verpuppt. Plötzlich werden es immer mehr und sie vernetzen sich, und dann wird die Raupe eben zum Schmetterling. Und ich glaube, was du jetzt gesagt hast, wir haben Grund zum Optimismus, denn es gibt schon laut dem Nicanor Perlas etwa 30 Millionen menschliche Imagozellen auf der Welt, sprich also Menschen oder Gruppen oder größere Bewegungen oder kleine Graswurzel-Communities, die schon die neue Welt leben. Aber wir können sie jetzt noch nicht erkennen, da sie noch nicht vernetzt sind oder digital sichtbar, ja, ein bisschen schon. Aber die Raupe bildet ja einen Brei, um dann, damit diese Imagozellen dann in Gang kommen. Das bedeutet, dass sich die alten Strukturen, die ja immer weniger funktionieren, so auflösen, dass man sich nicht mehr dran festhalten kann. Und dann suchen die Menschen automatisch nach Orientierung oder nach Inspiration und schauen dann, wo ist das, was mich inspiriert? Und da kann ich mitmachen. Wenn das Alte wegbricht, dann haben wir ja keine andere Wahl mehr. Genau, das passiert gerade. Und dann sind es dann
diese inspirierten Menschen mit den entsprechenden Projekten, die das Neue dann einfach aufbauen. Absolut. Ja, wunderbar. Also wir lassen uns den Mut nicht nehmen, sondern wir gehen weiter diesen Weg. Und ich darf jetzt alle bitten, rüber in den Diskussionsraum zu gehen. Und wir sehen uns dann hier auch wieder in einer Viertelstunde wieder eben mit dem Podiumsgespräch mit dir und dem Rüdiger für gute 20, 25 Minuten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und jetzt wünsche ich eine inspirierende und befruchtende Diskussion drüben im anderen Raum. Also bis gleich. Bis gleich.